Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen live zur Have It Dart WM 2023. Ich darf Sie herzlich begrüßen auf dieses einzigartige Event auf unserem Kanal auf Habit TV. Heute haben sich die besten Dartspieler des Oberlands versammelt und spielen um die Habit TV Darts WM 2023. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ihre Kommentatoren sind Christian Strich und Barrio Masler. Ein großes Dankeschön geht raus an www.habitcompany.de, die dieses Event sponsoren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und jetzt ab für die Habit Dart WM 2023. www.habitcompany.de Habit Skate Company. Skate Company. www.habitcompany.de. So, herzlich willkommen zur Habit Dart WM. Ich darf meinen Co-Moderator begrüßen, den Christian. Hallo. Grüß euch, Leute. Grüß euch. Ich freue mich, hier zu sein. Ich mich auch. Und hier sieht man schon die Location, der Trash-Bandraum, die heiligen Hallen, wo wir dieses Turnier austragen werden. So, wir gehen in die Startliste. Wir haben den Spike McWebster, den Gradler, den Kilian, den Oliver, den Alex, den Adri und den Max. Competitor. So, nun die Teilnehmer. McWebster, ein sehr guter Golfer, aber auch Dartspieler. Kann man einiges erwarten, ja. Ja, von denen kann man echt einiges erwarten. Der Europameister, Jungle A. Jungle, ey, ja. Oh, Gradler. Und natürlich den Oliver. Der Oliver auch mit dabei, ne, Michi? Der Oliver auch dabei. Wieso nennst du mich Michi? Ich heiße Christian. Christian, tut mir leid, selbstverständlich. Kilian auch dabei. Und Spike. Immer stabil die Helle am Sippen. Immer der Spike trinkt Helle wie andere Wasser. Der Alex? Alex isst mal mehr Obst. Und als letztes den Max heute ohne Hut. Wer kann es glauben? Hat er ihn vergessen oder trägt er ihn aus Stylegründen nicht? Was denkst du, Christian? Gute Frage. Ich glaube, seine Freundin hat ihn ihm weggenommen. Mhm, ja. Er war erst im Urlaub in Ägypten, hat er erzählt, konnte ich erfahren. Mit einer guten Freundin. Ach ja. So, das Turnier startet bald. Wir sehen hier die Location. Die Jungs scheinen Fußballfans zu sein. Sehr sympathischer Club, der TSV. Also kann ich nur zustimmen. Allerdings, ja. So, wir haben jetzt hier die Paarungen. Der Oliver gegen den Kilian, der Max gegen den Michi. Georg gegen den Adri und der Erik gegen den Alex. Wer wird es holen? Was denkst du? Ein starker Favorit ist der Max natürlich. Ja. Herr Max. Ja. McWebster, wenn er einen guten Tag hat, wirft auch sehr gut. Ja, da wird noch ausdiskutiert. Da kommt ein Rock'n'Roller, würde ich doch jetzt mal behaupten. Ja, da kommt die Crowd. Ich kenne eine gute Band aus Wackirchen, Amisterry. Ach, aus Wackirchen sind die? Mhm, die Originalbesetzung, ach, genau. Okay, ja. Die Originalbesetzung. Es gibt ja noch so einen Abklatsch aus Lenkries. Ja. So, und die erste Runde, der Kilian gegen den Oliver. Und die Jungs werfen. Let's go! Los geht das. Ab geht die Boss. 20. Da kommt die 20. Okay, ja. Voll cool. 12. Die 12. 25. Und die 25. Zeig gleich mal, was er kann, der Oliver. 57 Punkte hat er so das Ding. Ja, geht ja super, das dürfte in einer Lüte stiften. Wo ist mich schwer sehr hoch? 3. Eine 3. 19, 19. Und die 19, 19. Somit sind wir bei 41. 41. Du bist. Was? Ich kann nicht hinhalten. Ach so, ja. Du bist direkt gleich immer dran. Ich will noch da spielen.
Der Olli ganz cool mit der Cap nach hinten, das ist ja bei den jungen 14. Leuten gerade in. Das stimmt, aber die Nervosität 19. kann er nicht verstecken. Nein, er ist leicht zittriger Mann, aber es wäre sogar ein Bier erlaubt bei den Habit TV Dart WM. Die Jungs sind ja dem Bier sehr angetan und Bier ist erlaubt. Genau, dass der Erik immer sehr gerne in Anspruch nimmt, der Spike. Triple 7, 3 einfach. Und der Kilian mit der 113. Er ist ein erfahrener Darter, das sieht man gleich. Gute Würfe, ja. Sehr gute Würfe. 2. Eine solide 2. Ja, dem Oliver 6. fehlt ein bisschen die Kontinuität. 17. Die Expertise, da stimme ich dir zu 100%, zu 100% zu. Der Oliver hätte ein paar Trainingswürfe mehr machen müssen in seiner Freizeit. Womöglich. Gibt es immer normal? Und die Triple 12, solide vom Kilian. Und die 18. 20, 18. Er zieht deutlich vorbei an dem Oliver. Ja, ist die wieder. Und die Triple 18. Die 4. Ich genehmige es. Da kommt 13. er wieder ordentlich ran an den Kilian. Da ist er zurück, der Olli. Und der Kilian schon wieder in der Startposition. Und mit der 18. Ein Traum. Triple 5, 20. Wow. Ist halt sehr ganz schön gut. Alter. Ich bin falsch gelaufen. Triple 14. Ja. Kann man mal machen. 2. 52. Und sie sind ziemlich nah zusammen, wie in ihrer Freizeit, denn der Oliver und der Kilian sind auch Privatfreunde, habe ich mir sagen lassen. Tatsächlich, ja. Ja. Interessant. Sie sollten mehr Daten. Das ist doch viel besser von hinten. Also das merkt man gleich. Das sieht man nicht gut, oder? Also ich sehe es relativ nicht ganz so im Flow. Aber erste Runde, was will man erwarten? Ja, die Jungs sind aber 12. eingeworfen wie Holländer im Thunderdome, würde ich doch mal. Davon gehe ich aus. Der perfekte Kommentar. Und da kommt der nahe hin an den Kilian, der Olli. Man hört es ja ganz. Eine 19. Die 19. 3. 7. Ja, der Olli geht immer stark auf die 19, das merkt man. Oh, wie viele Runden dürfen wir noch? Die liegt ihm besser als die 20. Ja, auch ein sehr schönes T-Shirt, das er anhat, muss ich auch noch erwähnen. Das ist sinnvoll, ja. Wir haben zwar nicht besser, aber es ist interessant. Oh, wow, 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 wow. 9. Das war schwach. Jetzt ist mit der Konzentration auch langsam vorbei. Das war schwach. Beim Oliver. Ja, die Psychospielchen vom Kilian sind aber auch. Da muss man erstmal stabil bleiben. Sag ich mal. Gut gesehen, Christian. Auch was er mit seinen Augen da macht, das kann den Gegner ja auch verunsichern. Natürlich, natürlich. Und es geht ja auch um was. Es ist ja hier kein Spaßturnier. Genau, es geht um die Herren Dart WM 2023. Die besten Dartspieler des Oberlands sind hier vereint in den heiligen Hallen des Crash-Bandraums. Auch an alle Damen da draußen, wenn sie Interesse haben, den Bandraum mal zu besuchen und ein Konzert von uns zu sehen oder Events zu uns zu sehen. Der Instagram-Kanal ist verlinkt unten in der Beschreibung. Und ja, alle Damen, die Lust haben, mal in Oberbayern abzuhängen, ich kann auch eine Bleibe bieten. Und ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auf die Nachrichten. Ja, jetzt zieht der Kilian weg. Jetzt zieht er weg. Ja, es, wenn er erstmal in Fahrt ist, kann man ihn nicht drei. Stoppen. Ja, und der, Oliver total unkonzentriert. Ich weiß nicht, wo der mit seinen Gedanken ist. Zucker. Zucker. Was, 3, 7, 9? Zucker. Ja, das Spezi das immer, gell. Ganz schnell Zuckerwasser. Und die 19. 19. Das dürfte ein 3 sein. Und die 17. Da zieht der Kilian weg wie ein Porsche. Letzte Runde. Den Polo. Und der Oliver konzentriert. Kommt er noch mal ran? Die Triple 5. Die 11. Und die 15. Ah, die 5. Ich glaube, da ist die Luft raus. Mario, ich glaube, die Luft ist raus. Christian, der Kilian wird eine Runde weiterziehen. Oh. Triple 16. Die 19. Und die 19. Unglaublich. GG. Kilian hat damit gewinnt der Kilian die erste Runde und zieht in das Halbfinale ein. Ja, schon der erste ausgeschieden.
Es geht schnell. Wenn man gleich mit K.O.-System anfängt, muss man sich von Anfang an konzentrieren. Und da sieht man, der Kilian zieht in das Halbfinale ein. Und wir starten mit der nächsten Partie. Mac Webster alias Michi gegen den Max. Und da geht's auch schon los. Mit einer Doppel 17, einer 3 und einer 20. Ganz stark von Michi, ganz stark. Da zeigt er gleich mal, was er kann. Absolut. Absolut. Kommt der Max da ran? Mit der 1. Undankbar. Die 20. Und die gottverdammte Triple 20. Und jetzt haben wir hier etwas Feuer. Under pressure, Michi, under pressure. Under pressure. Kann er dem Druck standhalten? Ich weiß es nicht. Oh, Gottes und doch die Doppel 1. Uiuiui. Wenn ich das richtig sehe. Du bist der Erste, der verkackt hat, nur mit doppelt. Der Druck zermürbt ihn. Nix. Max mit einer 0. Erstaunlich, Max wirft sehr oft ins Aus, ist mir aufgefallen. Tatsächlich, ja. Nix. Zweimal. Aber wenn er sich's leisten kann und der Rest passt, ist ja alles gut. Und die 19, stark vom Michi. Die nimmt er gerne, die 19. Ins Aus. 3. Die 3. Sehr eng beieinander. Ja, da wird sich's gemütlich gemacht in diesem wunderschönen Turnierraum. Die 18, die 5. Und ich kann es leider nicht erkennen, aber es müsste eine 20 gewesen sein. Der Max zieht vorbei mit 129, der Michi mit dem nächsten Wurf. Und das dürfte eine 7 sein. Eine 17. Und die 19, stark. Michi zieht mit 135 Punkten vorbei an den Maxi. Unglaublich, die Triple 1. Ärgerlich, ärgerlich. Aber er ist vorne. Das ist das, was zählt. Punkte zählen. Die 11, die 3 und die 20. Meine Güte. Junge, konzentrier dich. Das kann doch nicht so schwer sein. Stabil. 18, 20. Ja, Max zieht sein Ding durch. Bleibt konstant. Da macht es dem Michi nicht leicht. Ja, das ist sehr ärgerlich. Low Points. Und Max hat jetzt die Möglichkeit, richtig vorbeizuziehen. Mit einer 0 nicht. Die 20 sitzt. Ja. Kann man so machen. Jetzt wird es immer enger, der Gürtel wird immer enger bei Michi, die 4. Jetzt ist er gebrochen, glaube ich. Der Max hat ihn 1. Christian, tut mir leid, dass ich unterbreche, aber bei Habit TV das Catering, das ist das allerletzte. Ich musste mir meinen Kaffee selber machen. Ich werde meinen Anwalt kontaktieren. Barrio, wollen Sie mir auch einen Kaffee machen? Ja, wenn Sie schon dabei sind, selbstverständlich. Vielen Dank. Christian, du bist mein absoluter Lieblings-Co-Moderator. Wir arbeiten ja schon viele Jahre zusammen, das wissen die Leute ja gar nicht. Wir haben ja damals auch bei dem gleichen Fußballverein gespielt. Und wir haben ja schon viele sportliche Erfahrungen sammeln können. Wahrscheinlich. 17. Was hältst du eigentlich so ganz nebenbei? Hilf mir doch mal, wie heißt denn der Trainer von Unterhaching? Der Sandro Wagner. Was hältst du denn persönlich von dem Sandro Wagner? Um ganz ehrlich zu sein, ich halte ziemlich wenig von Spielern, die schon beim FC Bayern waren. Aber das ist jedem seine Sache. Er war dann auch in China, weil er Geld mag.
Wollt ihn kein europäischer Club mehr haben? Nein. Hast du dir schon mal ein Spiel von ihm angeschaut? In seiner besten Zeit? Sandro Wagner war nicht der beste Spieler. Das kann man sich ja nicht anschauen. Ja, furchtbar. Also ich persönlich, es ist nur meine Meinung, ich finde ihn sehr unsympathisch, den Sandro Wagner. Es ist nur meine Meinung, sehr unsympathisch. Naja. Er ist sehr überzeugt von sich. Mit seiner Rolle, die er da eingenommen hat, brüstet er sich ein bisschen zu viel. Er redet viel und liefert nicht. Würde ich dir zustimmen, ja. Aber nun zurück zu dem eigentlichen Sport des heutigen Abends, nämlich Dart. Jetzt wird es doch nochmal knapp. Und die 5. Dribble 20. Und da ist sie, die Dribble 20. Und vielleicht... Ist es die Dribble 20? Das ist ein ordentlicher Punkteschub für die Michi. Das ist ein Grund, doch die ganzen scheiß neuen Runden vorher. Die war knapp. 1. Nix. Da spielt ihm jetzt in die Karten. Jetzt ist er wieder dran, der Michi. Oh nein, das Spiel ist vorbei. Aber knapp, ganz knapp verloren. Max ist weiter. Max hat den ersten Platz. Maxi! 377. Warte. Die schöne Grafik. Eingeblendet. Und der Max. Erste Halbfinale steht schon mal. Kilian gegen Max wird spannend. Es wird ausgelost. Aber ich glaube, sie meinten, dass die einfach weiterkommen. Ich weiß auch nicht, was ich hier rede und was da... Ich glaube, wir haben die Grafik zu früh gelobt. Was hat die Grafik da nur... Was hat die Grafik da nur angerichtet? Das ist das Letzte. Aber wir sind schon in der nächsten Partie. Der Georg gegen den Adri. So, und dann battlen sich der Georg und der Adrian. Und einer Triple, 5, einer 9... Und einer 5. Sehr spannend, ja. Na, sie brauchen ein bisschen Fahrt kommen. Und die 4. 13. 19. Pardon, 13, 19. 17. Und die 17. Solide. Solide vom Schorschi. Die 3. Die 0. Und die 17. Ja, da versagt er komplett, der Adri. Da versagt er absolut komplett und der Georg ist am Zug. Eine Triple 10. Eine 8. Und die 19. Das war ein starker Wurf von Georg. Ich probiere dann aus, weil die 20 über gar nicht geht, so wie gestern, wo die auf die 19 gehen. Eine 0, das ist absolut 16. Schlecht. Nein. Junge. Jungle, ey. Das ist nichts. Das ist nichts. Er braucht immer ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. Und die 25 vom Georg. Und Georg legt 4. natürlich einen nach dem anderen hin. Gut, die 4. Nix. Sind das die Feinde? Und die Nix. Wow. Da spielt dem Adrian natürlich in die Karte. Da zieht er vorbei, der Georg. Da zieht er vorbei. Die hat 4,17 gekostet, ja, aber mit 2,6. 18. Und 20. Und die 1. Er kommt noch mal etwas ran. Runde 5 startet jetzt. Echt? Nix. 12. Ich dachte, jetzt kommt Wish oder so. Das war ein bunter Mix an Griffen. Bestätigt. Nix. Hauptsache, er trifft die Scheibe. Dankeschön. Georg, auch lange Dart-Profi bei Lazio Rom. Da vorne gestanden. 1. Eine 1. Die Triple 1 und die 0. Das ist schwach. Das ist schwach, meine Herren. Wo hat der Adrian seinen Kopf? Hinter der Linie. Hinter der Linie. Sorry. 19. 7. 19. Und zweimal 19, die 7. Das ist stark vom Georg. Ein kleines Schlückchen. Und schon läuft's. Und schon läuft's. Man muss erwähnen, Herr Schöffmann trinkt nur alkoholfrei, denn er hat sein Leben nicht unter Kontrolle, genauso wie der Adri. Der trinkt auch nur alkoholfrei. Für mich persönlich... Lebensversager. Wenn du dein Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle hast, dann solltest du auch nicht trinken. Dann hätte ich mir aber ein besseres Dartspiel gewünscht. 15. Wenn die beiden Personen schon nüchtern durchs Leben stravanzen. Man sieht, nüchtern ist nicht besser. Und das ist der lebende Beweis hier.
Da haben Sie recht, Barrio. Ich trinke ja gern mal einen Rotwein. In der Kaschemme ums Eck. Welche Kaschemme bevorzugen Sie? In Lautern. In Kaiserslautern. In Kaiserslautern. Eine Kaschemme, so mache ich das. Nicht so nobel, wie das in München der Fall ist. Ich meine, da muss ich jetzt wieder den Herrn Wagner ansprechen. Also Sie merken schon, dass wir mit dem Herrn Wagner jetzt nicht so unbedingt warm werden. Aber der Herr Wagner bevorzugt es ja, in Münchner Schickimicki-Lokale essen zu gehen. Und ja, dann redet er wieder, welche tollen Erfolge er haben wird oder könnte oder hatte, und dann wird er bei Unterhaching relativ schnell rausgeworfen, weil er nichts reißt. Und ich als Barrio Masler, ich bin natürlich bei den Leuten und... Hast du das gesehen? Jetzt trumpft er auf, Adrian. 20-5. Das müssen 85 Punkte gewesen sein. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng für den Jörg. Aber er ist hochfokussiert. Ich sehe das nicht so eng wie Chinesen. Dribbel 3. Ach ja. 3. Oh. Was wollte er da? Ich denke, er ging auf die Triple 19. Es ging komplett nach hinten los. Zwei Runden quasi nur bei 9 und 10. Anderthalb. Du jetzt Ach noch so. Und danach startet die letzte. Ist das schon die letzte Runde? Oder kommt da noch was? Die Grafik hätte die Runden einblenden können. Da haben sie wieder geschlafen. Ja. 20. Aber was willst du erwarten? Wir haben nicht dieses Geld in der Tasche. Wie beispielsweise der FC Bayern. Das sind natürlich die besten Grafiken. Da sind wir. Wir machen das auf ehrenamtlicher Basis und da ist man froh für jeden, den man kriegt. Absolut, Michi. Alles oder nichts. Christian, pardon. Absolut. Das ist absolut auf ehrenamtlicher Basis. Die Jungs, die haben kein Geld und zaubern für euch ein Dart-Turnier raus, damit ihr Freude habt, damit ihr... Und der Adrian hat's gemacht. Ganz richtig, Michi. Knappe Geschichte, aber er bleibt im Turnier. Hat aber den Sieg schon in der Tasche. Und jetzt nochmal die Ehrenrunde. Da kommt die Triple 18. Und jetzt zeigt er aber nochmal, was er kann. Also, Adrian hat gewonnen. Ja, gewinnt. Da ist der Winner. Ja. Dann kommen wir zum letzten Viertelfinalspiel. Ein Slot wäre noch frei, die Partie Erik und Alex jetzt im Anschluss direkt auch gute Freunde. Der Kampf der Giganten. Und da haben wir schon in der Fourth Round den Alex gegen den Erik. Alex macht den ersten Wurf, er setzt an. Eine 1, eine 0. Ich sehe es leider nicht. Sie werden es gleich einblenden in der Grafik. Eine Triple 20 zum Anfang. Erik mit einer 20. Spike ist sein Dartname. Erik ist ja im Osten Deutschlands geboren und ist ja hier zu uns in den Süden gekommen. Und er ist auch, ja, wie soll ich es sagen, dem Gerstensaft sehr angetan, der Spike. Und die 5 vom Alex. Ganz gut. Schau her. Wow. Der schwächelt. Das kennen wir besser von ihm. Der Erik mit einer 20, einer 18 und einer 17. 92, er zieht vorbei. Das dürfte eine 5 sein. Eine 5. 20. Er rettet mit einer 20. Erhöht auf 117. Er versucht seine Nervosität zu überspielen. Nervosität, aber was redest du eigentlich, wenn du Schwachsinn kriegst? Sieht sie ihm an. Alex, Erik geht auf mehrere Triple 1. Erik geht auf die 1, die mag er gern. Erik, hast du das Spiel verstanden? Ich denke nein. Die 20, die Triple 18. Jetzt gibt er Gas. Und die 18, da zieht der Alex an den Erik weit vorbei. Er geht auf 209. Knapp an der Triple 20 vorbei, Triple 5. Alex ist ja auch ein Dart-Nerd, wenn man das so sagen soll. Er verbringt jede seiner freien Freizeitminute mit Dart spielen. Meistens mit dem Erik sogar.
Genau, sie haben ja auch eine eigene Dartanlage, kann man so sagen. Anlage, ja. Warst du schon mal vor Ort? Es ist sehr dreckig und versifft. Ich war in diesem Etablissement schon das ein oder andere Mal. Und ja, ich fand es erdrückend. Erdrückend. Mensch, Barrio, in den Kaschem, in den du dich rumtreibst. Das nenne ich erdrückend. Nur 60. Da hast du recht. Und da wollen wir natürlich jetzt die Jungs nicht weiter ärgern mit ihrem Messitum und sie werfen weiter die 18, die 20 und die 1. Da zieht er vorbei, der Alex. Ja, das wird ein hartes Stück für den Erik, das noch aufzuholen. Ich wage es zu bezweifeln. Oh, aber er bleibt dran. Er bleibt fokussiert, konzentriert. Ihm fehlt der letzte Quenten zum Sieg, der Wille zum Sieg. Das gewisse Etwas. Dieser Ehrgeiz, den der Alex versprüht. Das war die Triple 50. Wieder ein bunter Mix an Zahlen. Alex erhöht auf 294. Das ist nix, oder? Ja. Sehr undankbar. Er rettet noch mit einer 20. Ist aber undankbar beim Erik. Wir sollten uns nichts vormachen. Der Alex spielt. Er wird dieses Ding nach Hause holen. Und höchstwahrscheinlich im Halbfinale stehen. Einer meiner Favoriten, der Alex. 14-9. Erik mit einer 20. Einer undankbaren 1. Alter, und der 5. Scheiße, 20. Runde 9. Die 26. Ich bin wie weit hinten? 100 Punkte schon, oder? Mhm. Die sollte er sich tätowieren lassen. Finde ich auch. Das finde ich eine super Idee. Genau. 20. Richtig schön groß über den Unterarm. Bin ich jetzt noch einmal? Da, wo sein Antifa-Tattoo gerade schon ist. Das kann man überstechen. Das kann man überstechen, das würde ich doch auch meinen. Also nicht, dass wir hier eine politische Gesinnung bevorzugen. Wir sind absolut mittig platziert in der Gesellschaft. Oder, Christian? Du kannst immer nur gewinnen, ja, mit einer 180. Relativ mittig. Relativ mittig. Also ich persönlich, das kann ich auch hier gerne mal erwähnen, ich habe die Grauen Panther gewählt. Gibt es die noch? Die gibt es noch, ja. Ich will, dass man in diesem Land mehr für Rentner macht. Ich setze mich generell für Tiere, alte Menschen ein. Und wenn eine Dame Lust hat, meinen Hundewelpen zu streicheln, Instagram wäre in der Bio verlinkt. Und er hat es gemacht. Und der Alex macht es. Ich hab die ganze Zeit der Erik auch noch zu erwähnen, ein schönes Outfit mit dieser Wrangler-Jeans, diesen, ich nenne es mal ein Band-Shirt. Und aber kommen wir zur Sache, der Alex gewinnt und zieht in das Halbfinale ein. Und ich denke, jetzt sind alle Halbfinalpartien durch. Es wird zur Auslosung kommen. Die finalen Halbfinalpartien werden ausgelost. Ich denke, die Ziehung übernimmt der ehrenhafte Georg. Und da sind wir auch schon bei der Ziehung. Ach, Werbung als erstes, Michi. Kennst du Habit Company? Natürlich, natürlich. Ich kaufe nur dort meine Klamotten. Ist ja klar. Die Qualität ist herausragend. Qualität ist Wahnsinn, also preis-leistungsmäßig. Kannst nichts falsch machen. Das denke ich doch auch. Und hier noch ein netter Clip. Übertrieben schnelle Lieferung. Also jetzt habe ich mir einen Pulli bestellt, der war abends um 6. Habe ich mir einen Pulli bestellt, der war in der Früh im Briefkasten. Also check die Webseite von den Jungs. Jetzt die Auslosung. Vielen Dank. Wer wird gegeneinander antreten? Ja, erste Partie. Im Halbfinale, der Max. Der Max. Haben wir den Maxi. Der Gewinner, der mich platt gemacht hat. Max, wen kriegst du denn? Der Michi? Gegen. Oh, ich befürchte. Oh, das wird. Gegen Fisch. Gegen den Alex, a.k.a. der Fisch. Super. So. Damit steht auch das zweite Halbfinale fest. Hier zu erwähnen, der Georg trägt auch ein Exemplar der Firma, die dieses ganze Event netterweise sponsert, www.habitcompany.de. Und wir sehen die letzte Partie
des Halbfinales mit dem Jungle A und dem Kilian. Das sind die Partien, meine Damen und Herren, die Sie jetzt auf diesem Kanal erwarten. Und wir starten mit dem Halbfinale. Das ist ja außergewöhnlich, welche Paarungen hier stattfinden. Und da haben wir den Alexander. Im Halbfinale steigt natürlich der Druck. Ganz klar, die Finger werden spitziger. Man schmeißt eine Elf. Das ist bitter, aber kommt vor. Es kommt vor, dass man eine Elf wirft. Absolut richtig, Christian. Alex scheint dem Druck nicht gewachsen zu sein. Und Max mit einer Triple 20, der 18. Und einer, ich erkenne es nicht genau, es wird gleich eingeblendet, einer soliden 73. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, man merkt dem Alex die Nervosität an. Oh, warte, wie siehst du denn? 20. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Oh. Es haben nur 23 Punkte. Einer 50. Ja, die hätten ihren Bandraum auch mal aufräumen können zu einer Live-Show. Das ist sehr unprofessionell, dass hier absolut viel Müll im Hintergrund abgelegt wird. Aber die Jungs haben das schön gemacht. Und die musizieren auch. Denke ich doch mal. Die Richtung stimmt schon mal. Ich habe noch nichts gehört von denen, aber was man so hört, ist gut. Ich habe nur ein Lied, tatsächlich durfte ich, diese engelsgleichen Klänge dürfte ich erfahren mit dem Song F. Punkt, 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 Uli Hoeneß. Ein Song über Uli Hoeneß, ja, den kenne ich auch tatsächlich. Hat mir gut gefallen? Ja, ja. Sehr gut, diese Aggressivität an der Gitarre ist immer wieder ein Genuss auf den Ohren. Sehr wild, aber doch geordnet. Der Bassist hält diesen Viervierteltakt auch relativ gut. Ein Vierteltakt, ich kenne mich nicht aus. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Warte, ist 14, 18, 20. Eine 128. Nun zurück zu dem eigentlichen Sport, meine Damen und Herren. Alex komplett in Schwarz gekleidet, man könnte ihn auch mit einem Hipster aus Berlin verwechseln. Die sind heiß aufs Finale, das merkt man. Beide geben sich unglaublich viel Mühe. Und der Max hat ein paar Aussetzer zwischendurch. Aber das mit seinen Trippeln. Fraglich. Man muss schon sagen, der Alex wirft generell sehr solide. Runde 5. Der Max lässt sich nicht beeindrucken. Einer 5. Der 18. Das ist der Letzte immer in Summe, der Letzte. Maxi, du Scheißneuer, Alter. Wird schon wieder so viel. Ja, ja, ja. Die Null verfolgt ihn. Das ist wie ein Fluch. Der letzte Pfeil. Sein ganzes Leben, denke ich, verfolgt ihm geht diese auf Zahl. Die Null. Michi, weißt du, welche Zahl mich in meinem Leben verfolgt? Doppel 12, 5, Doppel 1. Lass mich raten, es wird die 9 gewesen sein. Die 6. Die 6? Mhm. Ach ja. Ein bisschen Hintergrundinformation dazu wäre Michi, angebracht. Ich will dir nicht zu nahe treten. Hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, tatsächlich. Und wenn ihr kuschelt, das nach dem Kuscheln, das mag ich doch ganz gerne. Schlafen, meinst du? Genau, genau, schlafen. Kann man so sagen. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, da wir die Monetarität dieses Videos gewährleisten müssen. Ach, Sie meinen den GV, Herr Masler. Das, Nicht schlafen. Schlafen ist hinlegen und Augen zu. Absolut. Sie meinen den GV. Den GV, das finde ich außerordentlich gut mit jungen Damen, die sich gerne... Das assoziieren Sie mit der Nummer 6. Das assoziiere ich mit der Nummer 6, ganz richtig. Da muss man erstmal dahinter steigen. Da muss man dahinter steigen und das ist dann... Ja, wie der Da Vinci-Code hier bei uns. Da werden noch Rätsel im Hintergrund für die Zuschauer, die uns sehr am Herzen liegen, praktiziert. Ganz klar. Jetzt wird es nochmal spannend hier. Die letzten Runden. Oh,
Doppel 20. Das dürfte eine doppelte 20. Uiuiui. Max und sein Fluch. Oh, leck dich am Arsch. Das ist jetzt die letzte Runde, oder? Macht mal kurz eine Runde 9. Runde 9, 311, Alex, 310, Max. Also geht's von vorne los. Zwei Runden normalerweise. Ja, 360. Was wird im Hintergrund geredet? Meine Damen und Herren, wir verfolgen... Ist das Verwirrungstaktik? Vermutlich. Wir verfolgen weiter die Zahlen. Wird das eine 26? Oh. Nein. 5, 1, 5. Wie er begonnen hat. Er erhöht auf 322. Max mit einer soliden 20. Einer 4. 18. Letzte Runde. 30 Punkte Unterschied. Das Team. Für die Geld. Und der Alex setzt noch einmal an. Es ist die 5. Die 1 und die 0. Ein absoluter Scheißwurf. Meine Damen und Herren, ich muss es leider so vulgär ausdrücken. Das eröffnet dem Max natürlich jetzt absolut die Chance, in das Finale einzuziehen. Doch, er macht die Triple 1, weil er auch scheiße ist. Die letzten, oh, kann ich ja, die letzten Ergebnisse jetzt kann ich ja an, Max. Zurück. Oh Gott, das ist so dermaßen scheiße, was Max hier abliefert. Und die 5, 6 Punkte. Und damit in das Finale einzuziehen, wäre ich nicht stolz drauf. Das war spannend. Sehr gut. Cool. Ja, Glück muss man auch haben. Klar. Ich gönn's dem Max natürlich. Er zieht ein. Und wir haben ein Finale. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, Michi. Ich spreche dich die ganze Zeit mit deinem echten Namen an. Wir haben ja vereinbart, dass wir uns Kommentatorennamen geben. Es ist der Christian, natürlich. Die macht der Gewinner, meine Damen und Herren. Es tut mir leid. Ach, Jungle A gegen den Kilian. Nochmal abgecheckt. Ach, die Jungs sehen auch alle wild aus. Frisuren, Caps. Mit denen könnte man, glaube ich, Spaß haben. Sicherlich. Kilian startet mit einer 26. Ich muss ja ehrlich sagen, Christian, lange Haare machen mich aggressiv. Ich würde dem Jungle A, den Adri, am liebsten die Haare eigenhändig runterrasieren. Was denkt der? Denkt der, er ist ein Hippie oder ein Rocker? Was will er uns sagen? Erinnert mich eher an Zivilpolizei. Absolut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Nur noch eine Lederjacke. Das ist absolut richtig, Christian. Was fabriziert er hier sportlich? Ich erkenne es leider nicht deutlich. Wir werden es gleich in der Grafik sehen. Eine 110. Muss ich aber gerade überlegen, was das ist. Aber alles kommt wieder. Ja, das ist so. Die 7. Die 19. Und die 3. Kilian zieht hinterher die 88. Ja, okay. Ich mag, also ich finde sowas schon ganz geil, aber es muss. Triple 1, absolut verkackt. Die 4. Fuck. Und die 5. Das ist unter alles der Kanone, meine Damen und Herren. Richtig schlecht. Halbfinale ist kein Zuckerschlecken. Da werden. Da kommen Emotionen hoch, wie beim Fußball, ganz klar. Und das dürfte eine Triple 18 gewesen sein und wir sehen es in der Grafik, es war eine Triple 18. Eiskalt, das freut sich nicht mal. Er zieht einfach den Leiter heraus. Bleib konzentriert, das sind Profis. Er zieht sein Pokerface. Und das feiere ich überhaupt. Adrian absolut beschissen mit einer 1, 18 und 4. Das ist unter alles der Kanone, meine Damen und Herren, was der Adri hier abliefert. Also das geht auf kein Blatt Papier. Der Kilian zieht mit einer 5 nach, einer Triple 18 und der 20. Das ist Wahnsinn und zieht mit 224 Punkten haushoch an dem sehr schlechten am heutigen Abend spielenden Adri, a.k.a. Jungle A, vorbei. Kann er nochmal aufschließen? Nein, er verkackt es so dermaßen. Eine 0. Und dann holt er die Triple 20 im letzten Wurf. Meine Damen und Herren, ich wollte ausfallend werden. Aber mit der Triple 20 kommt er nochmal hin.
Ich übergebe an meinem Kollegen, den Christian Strich. Ich werde noch dieses Kack-Catering aufsuchen. Ja, ob das nochmal was wird hier auf den letzten Runden mit dem Adrian? Bleibt spannend. Jetzt muss er abliefern, sonst ist er raus. Oh, die 1. Meine Fresse, du. Die 4. Ja, typischer Adri-Wurf. 1, 4, 1. Ich glaube, damit kannst du es abschreiben. Der Kilian freut sich natürlich wie ein Schnitzel. Gell? Er braucht einfach nur die Scheibe treffen. Und ist durch. Aber ja, er ist so eiskalt. 3 und... Ja, dreimal auf die 19 gegangen, nicht einmal hat es geklappt. Aber es reicht, für den Adrian reicht's. Adrian müsste jetzt mal ein bisschen vorlegen jetzt. 1. Was hat er denn mit seiner 1? Er winkt selber ab, er merkt selber, das ist nichts. Er merkt es selber. Also 98. Genau, 98. Kilian! Triple 7. Kilian auf jeden Fall ein Kandidat für den Titel, oder? Was meinst du, Mario? Der Kilian spielt sehr solide, sehr konzentriert. Er ruft seine Leistung in jedem Spiel ab. Das zeigt von Professionalität und das wollen die Leute bei der Habit TV Dart WM sehen. Und das liefern wir, meine Damen und Herren. Ich sehe es leider nicht. Der Adri nochmal erhöht auf 254, aber... Das ist für den Kilian nichts und Kilian zieht souverän vorbei, erhöht auf 432 und das bricht dem Jungle, ey. Das Genick. Also Adrian kommt noch zweimal, Kilian noch einmal. 20. Das dürfte eine 30 gewesen sein, erhöht auf jämmerliche 284. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Dann holt er sich extra von der Bank noch die 100 €, die ich habe. Eine Maschine. Eine Maschine. Oh, er erhöht auf 492. Das macht mich sprachlos, Christian. Diese Souveränität, die er ausstrahlt. Nein, 20. 1, 20, 5. Stark! Sauber. Sehr gut. Und die Partie ist zu Ende. Der Kilian gewinnt haushoch und zieht somit in das Finale der Habit Dart WM 20. Wir haben ein unglaubliches Finale. Max gegen Kilian. Das ist die Paarung, die uns als letzte Partie des Abends bevorsteht. Ich bin gespannt. Der Kilian gegen den Max. Schöne Einblendungen. Das Finale wird in Kürze folgen. Und wir sind gespannt, wer den Pokal mit nach Hause nimmt. Und der Kilian fängt an. Eine solide 20. Eine 20. Jetzt wird sich nichts mehr geschenkt. Eine 45. Das ist ein solider Start. Meine Damen und Herren. Jubel! Aber Kilian muss hier einstellen. Maxi, was ist denn los mit dir? Ist er drin? Das ist ja das Problem. Es ist nicht noch 18, oder? 5, 5, 18? Ja, mhm. Ja. Entschuldigung, ich wollte nicht zum Sprechen. Vielleicht. 12. 20. 20. 18. 95. Da zieht er vorbei, ja, der Max, Kilian. Max muss dranbleiben, sonst zieht der Kilian weg. Da muss man... Oh, um Gottes Willen, Max. Konzentrier dich. Ja. Jawohl. 20. Noch einer. War das eine Triple 20? Nein, aber eine Doppel 18. 83. Aber Kilian noch ist nicht aus der Welt. 1. Eine 1, eine 1. 20. Und eine 20. Ich bin wirklich nervös. Ja, mit der 1, das hast du gemerkt. Ja, wird sogar der Kilian nervös, wenn es ums Finale geht. Man merkt die schwitzigen Hände bis hier, Christian. Ja. 5. Ja. 1. 20. Nein, 1. 1. Ich hätte nur 20 gegeben.
Würde es sich stören, wenn ich mir eine Flotte in unsere Kommentatorenkabine hier anzünde? Finale einfach so. Nee, Mario, mach ruhig. Ich reise da meine Kippe und der Kilian mit der 19. 19. Sehr stark vom Kilian. Sehr stark. Zieht der Max vorbei. Wer wird sich den Pokal holen? Max wirft sehr konzentriert. Einer 20. Einer 20. Aber wie jeder. Erhöht auf 131. Aber seinen Fluch hat er gebrochen, glaube ich. Meinst du den Nullerfluch, Christian? Den Nullerfluch. Der letzte Pfeil geht oft in die Null. Verschrei es nicht. Ich wünsche es ihm nicht. Ich möchte dem Max nicht zu nahe gehen, aber er sollte sich von dem Sponsor Habit Company mal einkleiden lassen. 4-4. Ja, diesmal war es der Erste. Aber eine Besserung in Sicht. Er steigert sich stetig. Ja, Kilian muss jetzt auch dranbleiben, sonst wird er überholt. Oh, er bleibt stehen. Da merkt man, der macht das öfter, der junge Mann. Aber ich muss sagen, der Maxi... Einer der besten Dartspieler Süden von Deutschland. Welche Runde ist es? Ja, ja. Ey, Barrio, ich glaube, du untertreibst ein wenig. Das sag schon mal dann irgendwie Runde. Es würde mich nicht wundern, wenn er schon PDC gespielt hätte. Vielleicht sehen wir ihn bald. Der Max. Also ab und zu frage ich mich, ob er sich nicht vor sich selber schämt, aber er wirft wieder eine unverschämte 1 und da ist die 0. Er hat den Fluch nicht überwunden. Was ist nur los? Vielleicht sollten wir ihn zu einem Dämon-Austreiber, will ich doch schon sagen, schicken. 25, ja. Und der Kilian solide, erhöht auf 313. Wenn er jetzt nicht scoret, ist der Ofen aus. Die 20. Die 4. 4 und der letzte Pfeil geht. Es ist eine 0. 0. Wie es abzusehen war. Wir haben es prophezeit, Christian. Manchmal glaube ich, er macht es. Genau, das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß nicht, ob er Mitleid haben will oder. I don't know. Kann es sein, dass er als Kind vielleicht öfters auf den Kopf gefallen ist? Möglich, klar. Da steckt man nicht drin. Aber jetzt. Jetzt müssen die Punkte kommen. Wenn er noch einmal die Null wirft, dann muss ich. Dann werde ich etwas erhitzt. Ich nenne es erhitzt. Oh, eine 1. Nein, das ist 1. 18. 18. 14. Und die 14. Geht nochmal. 18, 7, er rettet sich gerade noch. Er bleibt dran, aber der Vorsprung vom Kilian ist natürlich sehr gewaltig. Kilian ganz zum Schluss, der Letzte, wenn du vorne bist. Eine 1. Eine 1. Max, jetzt! Max. Er wirft gegen seine eigenen Darts und der Max kann also dranbleiben. Ich würde gerne noch weiter werfen ein bisschen. Mhm. Triple 1. Eine Triple 1. So wird das nichts. 20. 20. Oh. Und er erhöht auf 249, somit 80 Punkte an den Kilian. Das. Jetzt macht er den Sack zu, meine Damen und Herren. Ich glaube auch, Barrio, da wird nichts mehr passieren. Da bleibt kein Stein auf den anderen. Nein. 20. Max mit einer 20. Er kämpft. Er kämpft noch. Er gibt sich nicht auf. Meine Fresse! Und da ist die Null. Da ist die Null. Er provoziert es. Jetzt mal der Letzte. Hörst du? Der Erste. Und da lässt sich der Kilian von dem Fluch anstecken, die Null. Eine ich glaube, das ist Provokation. Das ist Provokation. Jetzt Max, auf geht's. Mach's mal spannend. Konzentration. Und der Maxi, was wirft er? Triple Six. Triple Six Mafia. Die 1. Er provoziert weiterhin, meine Damen und Herren. Nein. Und er wirft den letzten wieder in die Null, Michi. Das ist doch Max. Kein Zufall mehr. Null.
Er will einfach nicht gewinnen. Er will nicht. Jede einzelne Zelle seines Körpers weigert sich, diesen Titel zu holen. Oh Gott, richtig miese Zeiten, Junge. Er hat so weit gebracht, bis ins Finale. Jetzt habe ich nur noch früh weg. Und jetzt verfolgt ihn sein Fluch. Aber ein starker Wurf noch. Ist auch ein bisschen lustlos, wie er das so wirft, ne? Ihm geht die Energie aus in seinen knochigen Armen. Ich glaube auch. Er hat sich schon abgeschrieben. Sollte man nie tun. Sehr richtig, was der Christian hier sagt, meine Damen und Herren, das können Sie auf Ihr eigenes Leben auch projizieren, niemals aufgeben. Sind das 5 oder 5? 5, Triple 5 und 1. Ja, genau. Und der Kilian spielt souverän das Finale zu Ende. Kommt der Max nochmal hin oder provoziert er weiterhin? Eine 7. Ich kann es nicht erkennen. Ah, der war knapp, aber... Nur die 80. Er erhöht doch auf 383. 60 Punkte trennen die beide. Vorletzte Runde. 5-20-1. Ja, Kilian schwächelt auch. 5-20-1. Er kann sein Potenzial nicht abschöpfen. Maxi, noch ist alles drin, Mann. So, wir sind alle gespannt, was der Max hier nochmal wirft. Er konzentriert sich. Ich glaube auch, das war nicht nach Hause. Das wird nichts mehr. Also. Das wird nichts mehr. Ich glaube, der Kilian holt sich den Pott. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. 5. Eine 5. 5. 20. 5. Eine dreifache 5. Das bedeutet, machbar. 20, ist machbar, Vollgas. Aber da muss er sich mehr konzentrieren. Stimmt, es wäre noch zu holen, 20. Die 20. Die 20. 20. Oh. 20. Und eine 20. Somit gewinnt Kilian das Habit TV Dart-Turnier 2023. Glückwunsch an den Sieger, souverän. Durchgezockt. Glückwunsch, Kilian. Da wird er nochmal eingeblendet. Stolz wie Oscar. Wir sollten auch da direkt... Einen Gewinner. Und da ist die Pokalzeremonie. Spike überreicht den Pokal. Das aus Echtgold, habe ich mir sagen lassen. Kili, herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Alles andere wäre ja schäbig. Nee, gut gespielt. Kann man nichts sagen. Er hat die Schwächen ausgenutzt seiner Gegner. Danke. Aber so läuft das im Dart. Es ist kein Zuckerschlecken. Es ist hartes Business. Es ist hartes Business. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Co-Moderator, der Christian und ich, haben Sie durch den Abend begleitet. Es war uns eine Freude. Hier nochmal ein Werbespot von www.habitcompany.de. Da zeigt der Basti, was da alles möglich ist mit einem Skateboard. Und ja, wir sagen ciao. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal zum Habit Dart Turnier. Danke, meine Damen und Herren. Kommen Sie gut nach Hause. Ich wünsche einen guten Abend. Abonnieren Sie diesen Kanal. Liken Sie die Kanäle, wenn Sie weiterhin Lust auf solche Events haben. Und damit sind wir raus. Einen wunderschönen guten Abend. Let's go. Habit TV.